Schlag den Schilling mit der Vernichter-Challenge. Und zwar spiele ich heute mit einem Skill. Wer meine anderen Videos kennt, den verwende ich normalerweise nicht so häufig. Und zwar Vernichtung. Es gibt die Wahl in Drakensang. Entweder nimmt man das rechte Teil hier von der Skillung oder links die Vernichtung. Also Meteor oder diesen Skill. Das sind die großen mit einer Minute Abklingzeit. Beziehungsweise wenn man skillt, reduziert sich die Abklingzeit eben. So. Los geht's und ich darf heute nur den verwenden und es wurde mir sogar erlaubt, Gedankenkontrolle, das ist praktisch, denn dann kann ich das zweimal einsetzen und Teleport. So, ich habe da schon recht hohe Ränge bei den Gegnern gesehen, das eignet sich ja nicht so gut für so eine Challenge, aber einfach mal schauen. Den Buff hole ich mir natürlich, ich bin voll auf Damage, bin auch auf Supernova geskillt, das heißt, es ist mir vollkommen egal, wenn ich sterbe. Oh, das war mal nicht so toll. Das war eine 1400er Vernichtung. Wenn das so weitergeht. Okay, und die hat nicht mal getroffen. Ja, und jetzt kann ich nichts machen für 40 Sekunden in etwa. 1400 Schaden mit einer Vernichtung. Das ist wenig, muss ich sagen. Ich habe mir auch überlegt, besser wäre das sogar in Sturm der Festung Team Rot. Aber ich wollte jetzt nicht darauf hoffen, dass ich ins rote Team komme. Das ist ja auch immer so eine Sache. Wenn ich Glück habe und kritisch treffe und der Gegner nicht blockt, also das war jetzt echt Pech, denn ich habe eine Chance von 60% zu kritten. Es war kein Crit und der Gegner hat in etwa 50% zu blocken und er hat geblockt. Also das passiert normal nicht immer. Aber ja, vielleicht kann das den einen oder anderen überzeugen, doch lieber mal mit der Vernichtung zu spielen. So, denn ich tue das eben kaum. 3000, aber leider noch geblockt. Und irgendwas hat mich jetzt umgenietet. Aber ich habe noch die Supernova. Ziel gibt es nicht wirklich. Oder es wurde keines geschrieben, einfach mich nicht zum Affen zu machen. Was aber gerade so aussieht. Jawohl, das war ein 6K-Crit. Und damit hätte ich den auch davon aufgehalten zu erobern. So, out, das tut weh. Wenn jemand mit Feuerball mehr Schaden macht als ich mit einer Vernichtung, dann schmerzt das in der Tat. Also, Sturm der Festung hätte ich lieber gehabt. Vielleicht versuche ich es dort auch nochmal. Oh je, die sind ziemlich überlegen. Und ich kann nichts machen 40 Sekunden lang. Es hat auch seine Nachteile, das Ganze hier. Wenn der wüsste, dass ich instant tot bin nach einem Treffer. Oh. So, jetzt. Ah, okay, aber Supernova. Tu dein Bestes. 8000, komm, sichere sie. Das hätte man machen sollen. Aber ich habe noch so viele Kills wie Tode. Naja. Das heißt noch lange nichts. Ich wollte auch mal so einen Zusammenschnitt machen mit schönen Vernichtungskills, nur wenn ich den nicht effektiv häufig einsetze, passiert da nicht allzu viel. Hatte mal einen, das hat mich geärgert, dass ich da nicht aufgenommen habe, einen Double Kill. Das war ziemlich cool. 9000. Wieso hat der den nochmal eingesetzt? Oh, verschwendet. So, hatte mal einen Double Kill. Das war schön, sowas hat man nicht alle Tage mit Vernichtung. Aber, ja. Genau in diesen Momenten ist dann natürlich die Aufnahmetaste nicht betätigt. So, die Sekunden stehen hier nicht dran. Mach mal Jagdpfeil auf den. Verdammt, jetzt hat er den Buff. Eventuell macht die Supernova noch was. Supernova! Die haben es vergessen. Jo, haben es offensichtlich vergessen. Aber das hilft uns ja auch nicht weiter. Aber ich habe einige Challenges mit diesem Skill bekommen. Und wollte unbedingt mal die eine oder andere, zumindest mal eine davon umsetzen. In Kombination mit Supernova auch noch. So, kommt der jetzt? Ich habe da, der muss sitzen. Ich habe nur immer einen Versuch. 7000! Yes, 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 yes. So, und jetzt komm. 7000 und 2000, aber er lebt noch immer. Hätte ich aber zweimal getroffen. Das war auch schön. Und vom Schaden kann ich mithalten, durchaus. In der Tat. So, aber mal schauen.
Was ich noch überlegt hätte, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf gehabt, um zu skillen. Ich habe eine Zweihandwaffe, die meinen kritischen Schaden auf 355% erhöht. Und wenn ich da mal kritisch treffe, da ist aber die kritische Trefferwertung dann leider geringer. Das wäre dann heftig. Sogar sehr heftig. Vielleicht werde ich einfach mehr Challenges raushauen, dafür auch ab und zu einfach welche, die jetzt nicht so toll sind. Ich kann ja nicht im Vorhinein wissen. So, da kommt einer. Komm, komm, komm. Ah! Musst du ausweichen? Nein, beide nicht getroffen. Das ist das Problem. Der Skill hat eine lange Castzeit. Und da trifft man nicht so gut wie manch anderer Spieler. Aber yo, so Heilsphäre hier oben. Nö, leider nicht. Dann vielleicht mal noch sterben. Für die Supernova. Hier, tötet mich. Ja, Supernova, komm, 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 komm. Kabums. Yes, einer ging noch down. Aber das war wohl unser Ende. Gut. Das war mal nicht so toll. Muss man sagen. Aber irgendwie hätte ich Bock drauf. Das ist ein cooler Skill. Und man hat gesehen, 9000 Schaden und so habe ich da ausgeteilt. Und dann 7000 beim Drachenkrieger sogar. Dann nochmal direkt danach 2000 beim Drachenkrieger. Mal schauen, mal schauen. Aber... Yo. Gut, das war etwas kürzer. Dafür werde ich einfach mehr Challenges aufnehmen. Und yo, nicht jede kann richtig genial sein. Aber von der Idee her schon. Nur ich kann es nicht jedes Mal schaffen. Also, ich würde mal sagen, Challenge eher gefailed. Denn das war keine besonders glorreiche Runde. Aber es waren lustige Aktionen dabei. Trotzdem möchte ich eher bei dem Meteor bleiben, würde ich sagen. Genau. Und dann würde ich sagen, geht es einfach beim nächsten Mal weiter.